Analysten hatten der Großbank deutlich mehr zugetraut. Goldman Sachs und die Citigroup heute mit den Zahlen und darüber spreche ich mit Robert Halver. Er ist der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank. Herr Halver, Goldman Sachs haben heute den Anfang gemacht. Auf den ersten Blick sehen die Zahlen gut aus, aber wie haben die Investmentbanker denn da gewirtschaftet? Das war ein gutes Ergebnis. Bei Goldman muss man ganz klar sagen, nach wie vor der Häuptling im Investmentbanking, wirklich, wie ich finde, auch markant die Erwartungen geschlagen, definitiv. Wir wissen ja, bei Goldman gibt es eben nicht diese Rechtsstreitigkeiten, zumindest nicht in der Höhe wie bei anderen US-Banken. Das hat sicherlich auch geholfen. Und was natürlich ganz klar ist, wenn die Wirtschaften, wenn die Kapitalmärkte sich stabilisieren, dann kann eben eine Goldman mit ihrem Investmentbanking-Chef davon profitieren. Also von daher, der Branchenprimus hat dann doch gut zugeschlagen. Herr Halver, wirklich alles gut? Keines der berüchtigten Haare in der Suppe dabei? Wir wissen ganz klar, dass durch die besten Zeiten jetzt wahrscheinlich hinter den US-Banken vorbei sind. Wir haben jetzt sicherlich diese Euphorie, die wir ja lange Monate und Wochen gesehen haben, jetzt beendet. Für mich ist eben jetzt entscheidend, wie kann man weitergehen, wenn der US-Aktienmarkt, der nicht schlecht laufen wird, aber im Vergleich zum europäischen Aktienmarkt vielleicht nicht mehr das Potenzial hat, wie davon die Banken profitieren. Aber Goldman ist ja ein internationales Haus, da wird man sich auch weiterhin in Szene setzen können. Natürlich kann man sagen, im Zinsgeschäft ein bisschen besser hätte es noch sein können, aber man muss ja, glaube ich, auch jetzt in den Zeiten sagen können, mit dem Ergebnis hat man nach wie vor überzeugt. Wir haben nicht mehr jetzt diese Erholungsrallye und diese Situation, wo man sagen muss, die amerikanischen Banken haben Probleme. Jetzt geht es ja wieder in die Normalität über und da muss man brillieren und da hat Goldman sicherlich auch brilliert. Etwas später und auf den ersten Blick auch etwas schwächer kamen dann die Zahlen der Citigroup. Wie lautet denn da Ihre Einschätzung? Ja, die Zahlen sind nicht so gut, weil die Erwartungen nicht geschlagen worden sind. Zwar besser als sicherlich im Vergleichszeitraum des letzten Jahres, aber das Zinsgeschäft ist nicht so positiv. Da hat man sicherlich noch etwas nachzuholen. Aber nun gut, wichtig ist, glaube ich, auch hier zu erkennen, dass die Anleger grundsätzlich sagen, auch bei der Citigroup gilt, was für Goldman gilt, die US-Bankaktien, sie haben das Beste in der Tat hinter sich. Wir haben es hier das normale Geschäft für viele Anleger ist es wichtig, wo kann man noch die Meriten holen, wo gibt es Banken weltweit, wo es besser aussehen könnte, wo genau diese Euphorie der letzten Monate noch nicht ausgebrochen ist. Und das ist für mich ganz klar Europa. Also Herr Halver, ich verstehe Sie richtig, die europäischen Banken sind interessanter. Haben Sie denn da einen speziellen Kandidaten? Man muss grundsätzlich sagen, die europäischen Banken, gerade aus der Euro-Peripherie, profitieren ja durch verschiedene Gründe. Erstens, die Geldpolitik ist bei uns sicherlich üppiger als in Amerika oder noch üppiger, muss man sagen. Zweitens, ich glaube, der politische Wettbewerb hau den Banker wird nach der Europawahl etwas aufhören. Drittens, wir haben den Stresstest dann vor uns, der ist dann irgendwann im Sommer beendet. Und ganz entscheidend in diesem Jahr, auch von der Prognose her, die EZB ist ja die Mutter aller Schlachten. Sie wird ja die zwei Probleme kombinieren in Personalunion, Liquiditätsproblemerkennung und ihre Beseitigung. Und da wissen wir alle, da wird da nichts mehr anbrennen. Für die Banken, die europäischen Banken, gerade für die Euro-Peripherie, sehe ich durchaus in diesem Jahr ein sehr hohes Großpotenzial. Dankeschön, Robert Halver. Liebe Zuschauer, haben Sie Apps im App Store? Haben Sie dafür Geld bezahlt und dann